Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft im Multiplayer-Modus. Sven ist immer noch nicht dabei, aber Domse ist wieder dabei. Und genau, wir haben festgestellt, dass das Haus von mir und Sven eine reine Todesfalle ist. Hier sind Creeper gespawnt. Ja. Ganz viele Creeper. Und er hat sie in die Luft gejagt, nicht ich. Ich bin vollkommen unschuldig. Ja. Ich bin vollkommen unschuldig, ich habe nichts gemacht. So, jetzt muss ich erstmal Holz suchen, um das alles wieder zu flicken. Rote Wolle ist hier. Genau. Und leider können wir deshalb immer noch nicht heute diese Weizenfarm bauen. Ja, Sven muss die bauen, weil ich weiß nicht, wie das geht. Ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das überhaupt gehen sollte. Ja, ich wünschte, ich könnte irgendwie den Chat ignorieren. Wieso? Weil heute ziemlich viel gechattet wird und irgendwie lenkt mich das ständig ab. Einfach nicht drauf achten. Ich ernte mal ein paar Melonen bei der. Okay, kannst gerne alles abernten. Machst ja sowieso. Lol, weg. Ich ernte oft. Sehr oft. Deshalb steht hier auch immer noch alles da. Ja, ich bin extrem oft on, nur damit die Sachen hier wachsen. Ja, ich stelle mich auch immer meistens dahin. Ach, die Wolle habe ich um den Keller verlegt. Dann muss ich mal wohl in den Keller gehen. Ach so, eine Frage noch. Ziehe ich jetzt bei euch eine oder soll ich bei mir weiter wohnen? Ich denke, dass jeder seine eigene Hütte hat, weil ich baue demnächst auch noch mehrere hin. Wir werden nicht nur eine Farm haben, wir werden mehrere haben. Es wird so ein riesiges Farmgebiet. Ja, da bin ich noch am Überlegen, ob ich bei mir was bauen soll oder bei euch. Wir bauen überall hier, überall ein paar Farmen hin, ein paar kleine Ranches, also was. Ja, also wir haben ja letztes Mal das Gebiet abgezäunt, ich habe das dann auch noch offline ein bisschen weiter abgezäunt, also es ist jetzt vollständig abgezäunt. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist dieses große Gebiet wirklich mit Fackeln zu versehen. Okay. Und die Bäume, die da sind, wo die Weizenfarmer hin sollte. Wir haben das ja, glaube ich, mal so geplant, dass es so sozusagen auf dem Weg von euch zu mir ist, ne? In der Mitte. Weil da ist ja sowieso ein natürliches Gefälle, da muss man das nicht so übertrieben noch plätten. Dass wir dann dort in der Mitte schon mal alle Bäume abholzen und dann irgendwo seitlich noch eine Baumfarm machen. Ich möchte gleich eh ein paar Bäume fällen, da ich habe kein Holz mehr. Okay. Okay. Ja, ich gehe, glaube ich, auch schon mal Bäume fällen. Ja, und ich muss eh noch reparieren. Und was wir auch bräuchten, wäre Glowstone. Den müssen wir uns auch noch holen. Ist auch noch wichtig. Und eigentlich wäre es besser, hätten wir das schon letztes Mal gemacht, weil je länger der Server online ist, desto weniger Glowstone gibt es im Nether. Weil Disturbed hat ja noch so viel geholt damals, hat er gesagt. Also wir können gut handeln, ich habe noch voll viele Warzen. Soll ich mal im Chat fragen? Ja, frag mal. Wir haben schon einige Stacks. Wer tauscht Stacks Glowstone gegen Stacks Netherwarzen? Hast du dein Skype richtig eingestellt? Ja, ist alles richtig eingestellt. Gut. Nicht so wie letztes Mal. Das ist gut. Aber am Ende wird es dann ja besser. Und bezüglich auch krank? Bitte. Ja. Ich auch. Bitte hört auf, bei mir, zumindest bei meinen Videos, in die Kommentare zu schreiben, ich hätte ihn killen sollen. Das einzige Problem ist, das Swap schaut sich vielleicht die Videos hier an. Zumindest hat er sich bei ihm den ersten Part angeschaut, bei Dachos LP. Den ersten PeteSmeet Part oder welchen? Nee, den vom letzten Mal, wo ich dann dachte, er hat meine Diamantrüstung geklaut in den Truhen. Okay. Erinnerst du dich nicht mehr? Ich weiß nichts von der Diamantrüstung. Das habe ich dann irgendwie verpeilt oder vergessen einfach nur. Aber das mit den Rohstoffe klauen, das war irgendwie mies, aber irgendwie darf sich ja das jeder nehmen. Aber ich weiß es nicht. Eigentlich war es ja wirklich hier in unserem Gebiet sozusagen, ne? Ja, das stimmt auch wieder. Er meinte ja, dass es zum Ende gehört. Das stimmt natürlich auch wieder. Andererseits, aber andererseits gehört es ja wieder zu unserem Gebiet. Unser Ende. Ja. Nee, unser Ende nicht. Also, wenn jemand durch das Portal geht, habe ich natürlich keine Probleme, wenn jemand im Ende farmt, aber wenn jemand da farmt, ne? Ist jetzt das eigentlich alles weggefarmt worden oder gibt es da noch was? Nee, das ist alles weg. Okay. Für was braucht er das? Er baut doch diese große Kathedrale, das könnten wir auch mal zeigen. Die bauen dort unten eigentlich so eine Stadt. Dazu müsste ich aber jetzt auch mal die Live-Web aufrufen. Okay. Ich rufe die mal gerade auf. Und das Gute ist, ich habe die Nether-Verbindung dazu gebaut. Das heißt, wir können jetzt da unten, ganz am Anfang bin ich mit einem Boot dahin gefahren. Das hat richtig lange gedauert. Also die Stadt könnt ihr mal zeigen, die ist nämlich echt gigantisch.
Und was jetzt noch an meine Abonnenten geht, ich werde diesmal das Texture Pack hier in die Beschreibung packen, denn ich bekomme schon viele Mails, wo die mir das Texture Pack herbekommen könnten. Und dann meinte einer, ja, das gibt es nicht zum Download, du hast da bestimmt irgendwie was selber noch da hinzugefügt. Nein, das ist das ganz normale DokuCraft in der Light-Version. Light oder Licht-Version, keine Ahnung, irgendwie irgendwas mit L auf jeden Fall, das weiß ich noch. Du bekommst E-Mails? Nicht E-Mails, aber Kommentare. Halt, nee, Mails auf YouTube. Private Nachrichten, genau. Oh. Ich bekomme keine irgendwie, ich bekomme immer nur Kommentare. Ja, sei froh, du bekommst am Tag irgendwie 50 Abonnenten oder sowas. 60, aber das war nur das Wochenende. Gestern habe ich 40 bekommen und heute hatte ich leider nur 20. Leider. Da würde ich dann in die Decke gehen vor Freude. Naja. Nein, ich habe halt meine 250, damit bin ich zufrieden. Und das Schlimmste ist, hier jemand auf dem Server hat mich erkannt. Okay. Als Domseplay. Hat er mich so gefragt, bist du doch Domseplay? Frage ich so, woher weißt du das? Sagt er so, keiner, ach nur so, frage ich den, wie hast du mich gefunden? Oder, nee, ja, dann hat er gesagt, er hat sich meine Battle-Pistole angeschaut. Na, wenigstens nicht die Let's Plays hier auf dem Server. Okay. Ja, ich denke, vom Server gucken eher weniger, weil die spielen ja selber hier. Ja. Das Einzige, was ich wirklich sagen muss, es ist sehr viel weniger los, als der Server hier eigentlich hätte gefüllt sein sollen. Hier sind meistens maximal 28 Benutzer drauf. Ich habe in der letzten Zeit niemals 28 hier drauf gesehen, in den letzten 2 Wochen. Und du? Auch nicht. Einige sind ja gegangen, keine Ahnung wieso. Der eine Typ da zum Beispiel, weil der so in den Kommentaren gehatet wurde. Was? Welcher? Du weißt schon. Ach, der böse Sachen angestellt hat. Der nicht. Nein, der nicht? Nee. Muss mir später mal sagen, wer. Ich sag's mal so. Also alle, die bei mir zuschauen und denken, ich bin Stehpflanze. Ich bin nicht Stehpflanze. Wirklich nicht. Auch wenn meine Stimme vielleicht so ähnlich ist, bin ich nicht. Wirklich nicht. Nein. Ach, wurdest du verwechselt mit dem, oder wie? Ja, manchmal. Okay. Ja, warum? Wahrscheinlich, weil ich diesen Special Part, du weißt doch, das Spleef, ne? Da warst du auch dabei. Das habe ich ja ein bisschen früher hier hochgeladen als Pete's Meat, ne? Weil der lädt seine Videos immer sehr spät hoch. Ja, ich hab's ja auch hochgeladen. Meins war ja auch sehr früh da. Ja, eben. So. Das Problem dabei war jetzt, dass ich auch kommentiert habe, aber nicht gleichzeitig im TS3 geredet hatte, ne? Bloß ich habe halt schon die ganze Zeit kommentiert, obwohl ich nicht im TS3 geredet habe, weil ich benutze ja Push-to-Talk. Mhm. Deshalb dachten die das wahrscheinlich, weil ich die auch die ganze Zeit geredet habe. Okay. Böse Abonnenten! Oh ja. Nee, das sind nicht meine Abonnenten, das sind jetzt meine Hater mittlerweile. Okay. Böse Hater. Ganz, ganz böse Hater. Ach, Hater sind doch immer böse. Aber die machen einen berühmt. Ja, das stimmt auch wieder. Voll geil, ne? Wenn die sich vor allem 2. Accounts machen, um noch zu disliken. Das ist richtig geil, da bekommt man immer mehr Aufrufe. Immer mehr. Und das Beste ist, jetzt rein theoretisch, wenn man Geld mit YouTube verdienen würde, würde man sogar noch mehr Geld dafür bekommen, ja, für die anderen Aufrufe. Richtig geil, ne? So, ich bin bei der Herberge. Was für eine Herberge? Ey, die haben hier eine Herberge gebaut. Wo denn? Keine Ahnung, irgendwo. Ich guck mal kurz, wo der auf... Ach, der ist in der Stadt. Sollen wir mal kurz zur Stadt gehen und die zeigen? Ich bin gerade hier erstmal mein Haus am Flicken. Ja. Dass du in die Luft gejagt hast, nicht ich. Ja, das war ich, Sven. ganz klar. Das war nur er, Sven. Ich habe nichts damit zu tun. Und wenn, dann war es nicht meine Schuld. So. Dann könnten wir eigentlich auch im Nita gleich Glowstone farmen. Und auf jeden Fall auch den Nita ausbauen. Das auch. Auf jeden Fall. Weil Cobblestone habe ich jetzt auch genug, weil ich wieder ein bisschen erfolglos nach Diamanten gefarmt habe, leider. Ich glaube, das hat echt keinen Sinn mehr bei mir, weil, wie gesagt, dieser eine Typ hatte eindeutig X-Ray drauf. Ich hatte extrem viele Diamanten und bin dann in Lava gefallen. Das ist natürlich ärgerlich. Ich hatte irgendwie 20 Stück oder so. Ich war knapp eine Stunde am Farmen. Und dann, bam, Lava. Oh, du Armer. Das war auch nicht schön. Naja, Tollpatschigkeit muss bestraft werden. Ja. Also ich habe sogar noch 61 Glowstone. Und ich habe eine Music Disc, auf die bin ich ganz besonders stolz. Wie hast du die gefunden? Hardy. Okay. Der hat sie fallen gelassen. Wo? Also, ich sag's mal so, er hat mich die Klippe runtergeschubst und dann hat er sich wahrscheinlich schuldig gefühlt und wollte mir halt meine Sachen wiedergeben und irgendwie ist ihm dann noch die
ja, die Music Disc rausgerutscht. Okay. Noch ein paar andere Sachen, aber nicht so wertvolle Sachen wie die Music Disc. Ich frag mich, wie er die bekommen hat. Ja, irgendwie im Dungeon oder sowas. Oder Game Mode. Nein, ich denke eher Dungeon. Der hat doch gar kein Game Mode, der kann das gar nicht machen. Ja, stimmt, das glaubt kann das. Ja, hat der Game Mode? Der könnte, er hat ja volle Admin-Recht, er könnte alles machen. Er könnte mich sogar bannen. Okay. Hat er zumindest gesagt, er könnte, dass er es könnte. Ich gehe mal in die Neta und baue da mal ein bisschen die Neta-Farm, wie die Wartungsfarm weiter, ja, denn. Kann er auch machen. Das wurde mir gesagt, dass ich die weitermachen soll. So. Wie wollte ich die weiterbauen? Ich wollte die auf jeden Fall parallel machen. Hast du noch was, Neta-Sand-Dingens-Bummens? Soul Sand? Ja. Oh Gott, dann habe ich, glaube ich, gar nichts mehr. Oh Gott, das leckt. Ich muss dann die Renderdistanz ein bisschen niedriger stellen. Oh, die ist auf Fahr. Und auf hier, ja, ich weiß, woran es lag, dass es geleckt hat. Du hast Fahr Ultra oder sowas gemacht, Fahr Plus, Plus, Plus. Nee, nee, einfach nur Fahr. Und dann noch ein paar andere Sachen eingestellt gehabt. Mhm. Oh, ich muss in meinen Kisten aufräumen. Ich finde hier langsam gar nichts. Eben hatte ich Eisen in der Hand, jetzt habe ich noch nicht mal das. Battlefield nimmt aber nicht so oft auf, ne? Wieso fragst du mich ständig wegen Battlefield? Willst du mitmachen? Wäre mir egal. Ich habe jetzt auch Battlefield. Siehst doch. Ich habe auch Battlefield. Platz mit so viel aufnehmen. Wieso? Ja, weil wir haben viel aufgenommen, bloß leider ist da meine Festplatte kaputt gegangen, auf der die Aufnahmen noch ungerendert gespeichert waren. Okay, das ist scheiße. Ist das. Ihr seid aber schon vier, ne? Ja. Dann würde es keinen Sinn machen wegen Squad und alles. Aber es sind nicht immer alle da. Wir wechseln uns meistens ein bisschen ab. Okay. Ja, wenn mal keiner da ist. Ja. Kannst du scheiße haben. Wo ist mein Eisen? Ich hatte doch eben Eisen in der Hand. Ich habe auch noch kaum Eisen. Bestimmt hat es jetzt dort rausgenommen. Dieser Disturb, also wirklich. Alter. Und mein Ton ist was. Welcher Ton? Der für die Playlist? Nee, Minecraft-Ton. Weil vorher hat es ja geregnet. Machst du den mal aus? Ja. Okay, so. Ah, hier habe ich wenigstens eine Eisenhose. Alter. Dominik, beruhige dich. Du drehst jetzt nicht gleich durch. Ist ein ganz Eisen weg? Ich weiß es nicht. Ich habe das in irgendeine Kiste gelegt, aber ich finde es einfach nicht mehr. Entweder bin ich blind oder ich bin blind. Du bist blind. Bin ich nicht. Diamanten? Ich sehe nur Diamanten. Auf was für eine Schule gehst du eigentlich? Keine Ahnung. Wie? Keine Ahnung. Gesamtschule oder. Ach so. Wie heißt das nochmal? Wie heißt das nochmal? Warte, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Oh Gott. Berufskolleg. Nein. Was? Berufskolleg? Ja, Wirtschaftsgymnasium. Ihr ganz normales Gymnasium. Und ich bin nicht stolz auf, dass ich gerade auf diese Schule gehe. Nee, weil ich habe jetzt momentan die Abschlussprüfungen auf der Gesamtschule. Stress pur. Übermorgen geht's weiter. Heute war Deutsch, übermorgen ist Englisch und nächste Woche Dienstag ist Mathe. Alter, was sind meine Kisten? Deine ganzen Kisten sind weg. Nein, ich finde das Eisen nur nicht mehr in der einen Kiste, wo... Alter, ich dreh durch. Hilfe! Ich sehe schwarz. Eisen. Ja, weg kannst du nicht sein. Brennen. Ich brauche noch Schuhe und Spitzhacken habe ich noch unten im Nether. Ich will zumindest erstmal eine Eisenrüstung machen, obwohl ich noch ein paar Diamantrüstungsfälle habe, aber ich brauche auf jeden Fall. Ich brauche auf jeden Fall Stone Bricks. Mhm. Hast du noch welche? Stone Bricks habe ich einige. Könntest du mal ein halbes Stack oder so mitbringen? Ja, ich bringe mal zwei Stacks mit. Wo ist mein Eisen? Ich find's nicht mehr. Hier habe ich nochmal 6 Iron Ore. Ach, irgendwann werde ich es schon finden. Bestimmt. Wenn man es gar nicht mehr braucht. Ja, wahrscheinlich genau dann. Das waren 45. Ich hab's gefunden. Na super. Okay. Was in der Neta? Nein, das war nicht im Nether.
Ich gebe mir das jetzt auf jeden Fall mal hier in die Kiste links. Oder ich gebe es in die Diamantenkiste. Das ist eine Diamantenkiste? Ja, zumindest eine Kiste, wo so die wichtigsten Sachen drin sind, die man immer mal wieder nicht braucht. Okay. Ach ja, und Brote sollte ich mir machen. Hast du Brote? Ich habe Melonen mit. Ach, Melonen, die sind schlecht für Nether. Da musst du immer so lange stehen bleiben zum Essen. Das könnte tödlich sein. Braucht man für Melonen echt länger? Hm? Braucht man für Melonen länger? Nee, aber du brauchst länger, um ein bisschen was aufzufüllen. Ja, das stimmt.